Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Es wird nicht unbedingt adventlich, was ich soeben im Evangelium vorgelesen habe. Es ist die Endzeit, der Himmel wird erschüttert werden. Das heißt, es wird eine finstere Kraft auf dieser Welt sein, die gegen die scheinbar alles Beten, alles religiöse Tun der Menschen nicht ankommt. Die Menschen werden Angst haben, vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Das ist der Advent. Advent heißt Ankunft des Herrn. Und entscheidend ist, dass der Herr bei uns ankommt. Er ist der Schlüssel für die Zukunft. Wenn alles drunter und drüber geht, wenn alles zusammenbricht, was vertraute Sicherheit war, dann ist er es, der alles aufrecht hält. Wir werden durch das Trümmerfeld hindurchgehen und selbst nicht Teil des Trümmerfeldes sein. Wir werden stark und aufrecht sein, weil der Herr in uns stark und aufrecht ist, sodass an uns sichtbar wird, dass diese Welt immer eine Zukunftsperspektive hat, im Herrn. Und wir so, wie Jesus sagt, nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Es ist eben die Gretchenfrage, sein oder nicht sein. Haben wir diese Erwartungshaltung dem Herrn gegenüber,
die uns aufrecht halten wird oder nicht. Oder verlieren wir uns in den Wöten unserer Zeit? Und deshalb ist wichtig, dass wir im Advent diesen Weg nachgehen. Mit Maria und Josef. Wenn man sich anschaut, was haben sie getan? Die marianische Haltung ist immer eine sehr aufnehmende, empfangende Haltung. Was hat Maria und Josef aufgenommen? Zuerst einmal die Nöte ihrer Zeit, von denen sie genauso betroffen waren wie alle anderen. Zum Zweiten die Dunkelheit ihrer Zeit, die durch die Sünde, das Wirken des Teufels, hervorgerufen wurde. Das machen wir auch mit Maria. Wir nehmen all diese Dinge, diese verletzenden Härten, all dieses Gift unserer Zeit, auch in unser Inneres auf. Wir leiden darunter stellvertretend für alle Menschen und tragen es so zum Herrn. Ja, man kann immer sich abblocken und sich abkapseln und sagen, ich rette zuerst mein eigenes Leben. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer bereit ist, es um meinetwillen zu verlieren, der wird es retten. Und so die Lasten ihrer Zeit zu tragen. Das haben sie getan auf ihrem ganzen vorweihnachtlichen Weg. Und dann auf den Weg der Welt den Herrn zu bringen. Und das ist unsere zentrale, die dritte Aufgabe. Die Leiden der Zeit, die Dunkelheit der Sünde aufnehmen und dann, wie Maria, den Herrn der Welt bringen. Weil wir ihn zuerst empfangen haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes, damit die Welt im Herrn alles heilt. Empfängt, das sie braucht. Es ist die Frage, ob wir glauben oder ob uns das alles zu lächerlich erscheint, ob wir lieber auf adventliche Atmosphäre setzen, Brauchtum, und alles Mögliche, um eine oberflächliche Form lieber zu wählen, als der Sache auf den Grund zu gehen. Wirklich das Heil in Jesus Christus anzunehmen, das der Herr uns schenken möchte. Und den Weg Jesu zu gehen. Gottes Mutter, sie wartet auf uns. Sie fragt uns, seid ihr bereit? Oder haltet ihr das alles für Blödsinn, was ich euch bringe? Das Leben, das wir führen, die Gebete, die wir sprechen, geben die Antwort. Besuche der Heiligen Messe, der Empfang der Sakramente. Unsere Zeit, denke ich, hat Leiden genug, Dunkelheiten genug. Sie würde das Licht, das nur der Herr ihr schenken kann, nötigst brauchen. Wie viele Menschen und wie
intensiv sie diese Wahl treffen, das bleibt offen. Wir aber wollen diese Zeit des Advents nutzen, um neu den Herrn zu finden und uns neu für ihn zu entscheiden. Amen. Vergelt's Gott.